Jetzt denkt man vielleicht mal drüber nach, was wäre, wenn der zweite Satz auch weggeht. Man darf wahrscheinlich nicht dran denken, um locker zu bleiben und weiter auch vor allen Dingen bei den wichtigen Punkten volles Risiko spielen zu können. Aufschlag, Agassi. First serve. Since in 15 life. Fünfzehn, 15, 30, 15, 30, 15. Vierzig, 15, 40, 15. Dreißig, 40, 30. Breakchance für Boris. Wohlgemerkt nach 40-15. Becker versucht, auf den Körper des nach vorn stürmenden Agassi zu spielen. Damit hat er einige Male Erfolg, aber hier hat der Amerikaner hervorragend reagiert mit seinem Volley. Volley Sport.
Second set. Ball is fault, I said. Ball is out. Oh, das war jetzt ein Missverständnis. Boris Becker hatte angenommen, Schiedsrichter Giuseppe Di Stefano hätte gesagt, Ball ist gut. Aber das klang wohl bei ihm so ähnlich, wenn ein Italiener Englisch spricht. Also der Ball war Fehler. Und nun hat er sich verneigt, fast wie Chang. Nun kommt Agassi und unterhält sich mit Gorman. Und nun geht Gorman zum Schiedsrichter und der Oberschiedsrichter kommt. Das gehört hier mit zur psychologischen Trickkiste, um nicht von Nervenkrieg zu sprechen. Zweiter Aufschlag. Vorteil, Advantage, United States. Wieder Spielball zum 5:4 für Agassi. Und das ist das 5:4 für den Amerikaner im zweiten Satz. Ich darf den später hinzugekommenen Zuschauern nochmal sagen, den ersten hat Agassi im Tiebreak gewonnen. 7